zwei Drittel Hausherr und dies auch nur während der Unterrichtszeit, also eigentlich mit relativ vielen Einschränkungen versehen, recht herzlich begrüßen. Da Sie und ich ja alle heute Ehrengäste vom Landkreis und der Stadt Pfaffenhofen sind, bedanke ich mich in unser aller Namen bei den Einladenden. Das sind natürlich unser Herr Landrat Martin Wolf und beim zweiten Bürgermeister Herrn Albert Gürtner. Ihnen natürlich auch ein herzliches Grüß Gott, schön, dass Sie gekommen sind. Die Vertreter der Geistlichkeit, Frau Pfarrerin Murnam und Herr Kaplan Kinzler, sowie den Imam Mustafa Aktive, die die Segnung der Halle vornehmen werden, heiße ich in unserer Mitte willkommen. Ebenso Herrn Recep Bahar als Vorstand der türkisch-islamischen Gemeinde. Auch alle anwesenden Kreis- und Stadträte danke ich für das Kommen und dass Sie gemeinsam dieses Projekt für unsere Schule und die in den Zuständigkeitsbereich des Landkreises fallenden Schulen, also Realschule, Gymnasium und Berufsschule, dass Sie dieses Projekt ermöglicht haben. Besonders, damit von denen keine Verletzungsgefahr ausgehen und dass auch die Qual, sich daran zu ertüchtigen, für die Schüler nicht allzu dürftig genügen. Ist der Flieger mal ein wenig wehtun? Ich wünsche allen Schülern und Erwachsenen, die hier Sport treiben, Gesundheit an Leib und Seele. Gib Freude am Sport. Hilft zu einem fairen Wettkampf. Hilf allen Menschen über die Grenzen der Völker und Rassen hinweg, einander zu achten. Gib allen, die Verantwortung tragen, Kraft für ihre Aufgabe. Gib den Lehrerinnen und Lehrern Kraft für ihre Aufgabe und Verständnis für die Sorgen der jungen und vielleicht nicht so sportlichen Menschen. Wir fassen jetzt unsere Bitten zusammen in den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Thank you.
professional. First class seat on my lap, girl. Right and comfortable. Cause I know what that girl didn't need. New York to Haiti. I got that 6 cents on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really understand is when I do. Talk dirty to me. You know the words in my songs. No, I habla English. Our conversations ain't long, but you know what it is. I know what that girl in wants. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. In the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when I do. Talk dirty to me. Zum Thema Halle schon alles gesagt. Es ist ja nur der erste Schritt in einem großen Projekt, wo die Kreisstadt Pfaffenhofen viele Millionen Euro investiert. Das größte Bauprojekt in unserer Geschichte. Der nächste Schritt ist auf der anderen Seite von Gerolzbach der Neubau der Grund- und Mittelschule. Das war am Anfang, ja, der Bachmeier müssen wir bestätigen, aber der schwierige Geburt. Es hat Zeit gedauert, bis wir die richtige Entscheidung getroffen haben, dass wir nicht in der alten Substanz renovieren und sanieren, sondern dass wir uns dazu entschieden haben, einen Neubau umzustellen, der in den nächsten 2 bis 3 Jahren verwirklicht wird, dass wir nicht in der alten Substanz irgendwie rumfliegen, sondern was Vernünftiges machen. Das kostet viel Geld, da reden wir von 23 Millionen Euro oder 26 Millionen Euro, die wir da investieren, aber es ist ein gut angelegtes Geld zum Wohle der Schüler und Schülerinnen, die ja, das verdient haben. Man sieht es ja, in welcher Begeisterung die Leute dabei sind bei den Aufführungen, bei den Vorführungen. Wir haben eine tolle Jugend und die haben es verdient, dass sie in einer tollen Turnhalle und dann auch in der tollen Schule gehen. Thank you.
für Architekten, Ingenieure, ein langer Name, die offizielle Einweihung, Eröffnung und Schlüsselübergabe der neuen Dreifachtonhalle erleben zu dürfen. Es wurde ja bereits mehrfach gesagt, die Dreifachsporthalle ist der erste Bauabschnitt, somit auch der erste Meilenstein in der kompletten Neustrukturierung, Neuorganisation des gesamten Schul- und Sportzentrums Kapellenweg Niedersteiner Straße. Es werden weitere Bauabschnitte folgen. Der Neubau der Grund- und Mittelschule in einem Gebäude als klassische Volksschule. Die Entwurfsplanungen laufen gerade auf vollem Turm bei uns im Haus. Der Abriss der beiden Bestandsgebäude der Grund- und Mittelschule, der Mittelschule im Norden und im Süden der Theresa-Gehringer Grundschule. Und als krönenden Abschluss die Doppelübungsstätte, vielleicht mit öffentlichem Teilbereich der Schwimmhalle für die Volksschule und die Realschule. Man kann es ein bisschen erahnen, die Gestalt des Schul- und Sportzentrums wird sich maßgeblich ändern. Der Geroldsbach als die grüne Mitte des Quartiers wird richtig spürbar erlebbar werden. Es gibt eine neue Verbindung, den neuen Brückenschlag der Sportstätten im Süden zur Volksschule im Norden. Und für einen Architekten ist es natürlich eine ganz besondere und vor allem auch spannende Aufgabe, so eine große Bauaufgabe, ein komplexes Quartier in einem zu gestalten. Und der erste Bauabschnitt, die erste Bauaufgabe ist natürlich auch immer die aufregendste, weil es ist ja sozusagen noch nichts da und dann plötzlich gestaltet man sozusagen den ersten Baustein. Und in unserem Fall war nicht nur das Raumprogramm, also die Erstellung einer Sporthalle, einer Turn- und Sporthalle sportlich, sondern die Bauaufgabe insgesamt. Und darum habe ich mir überlegt, dass ich das vielleicht so ein bisschen in eine Allegorie zum Sportjargon übersetze. Also die Spielanalyse, was war die Bauaufgabe, was sozusagen war der Gegner, beengte Bauverhältnisse, ein schmales, spitz zulaufendes Grundstück, sehr nahe Nachbarbebauung, also Schwierigkeiten im Umgang mit den Abstandsflächen, Bauen direkt am Wasser, Sie haben es bereits erwähnt, und nicht nur direkt am Wasser, sondern auch mit dem Hochwassergebiet. Und dann zu guter Letzt noch das Wasser von unten, artesisch gespanntes Grundwasser im zweiten Grundwasserstau. Das heißt, wenn man es anbohrt, bis zu 15 Meter hoch. So, die Spielstrategie. Also hier haben wir mit der Architektur, mit dem Entwurf darauf geantwortet. Die erste Überlegung war, die Halle einzugraben. Damit konnten wir die Abstandsflächen generieren, konnten auch die Räumlichkeiten, die ja eh beengt waren, entsprechend anordnen. Und gleichzeitig haben wir eine 1,20 Meter dicke Bodenplatte ausgebildet. So konnten wir auch diese noch zusätzlich teure, aufwendige Pfahlgründung in diesem Fall vermeiden. Und dann entwickelten wir ein städtebauliches Konzept in Verbindung mit der Uferbebauung vom Bach, dass wir gesagt haben, wir lassen die Halle an der Bachseite sozusagen aus dem Ufer herauswachsen. Man kann es jetzt schon ein bisschen erahnen, später wird dann die Halle etwas freier steht und der neue Brückenschlag war, es ist, glaube ich, noch eindrucksvoller. Und zusammen mit dem Fassadengestaltungskonzept aus den Farben Grün, Blau und Weiß, also das zieht sich hier durchs ganze Gebäude, wir haben es also von außen nach innen geholt, die Natur, das Wasser, man sieht es in den Umkleideräumen, man sieht es auf den Bänken, auf denen ihr da oben sitzt. Und eben einem in einer leichten Bogenform geneigten Dach oder grünen Dach entsteht so eigentlich ein harmonischer Übergang von Natur zu Bauwerk. Diese Dachform ist aber nicht nur von außen erlebbar, in diesem weichen Übergang, sondern verleiht der Halle, so hoffe ich, auch im Inneren eine Dynamik und eine Weite. Also ich finde es immer am eindrucksvollsten, wenn ich den Haupteingang reingehe, der etwas geduckt ist und dann öffnet sich die Halle. So finde ich das auch, trägt hoffentlich zum Sport bei, dass man sozusagen nicht in einem statischen Gebäude ist, sondern wo sich sozusagen auch was bewegt, dass es zum Sport beiträgt. Und der letzte Schritt war dann, dass wir die Halle also so austariert haben, dass wir mit den Zugängen so hoch sind, dass wir auf jeden Fall hochwassersicher sind. Die Wassertaufe hat man ja bereits im letzten Jahr sehr erfolgreich hinter uns gebracht. Ja, und schließlich das eigentliche Spiel, wie lief der Bau? Hier möchte ich als erstes den Teammanagern sozusagen danken, also dem Landkreis und der Stadt vor allem, weil
erfordert auch mutige und anpackende Bauherren, um dann so eine Strategie auch durchzuziehen. Also der beste Trainer ist nichts, wenn man sozusagen nicht den Rückhalt im Verband hat. Als zweites mein Dank dem gesamten Trainerstab, damit meine ich alle Fachplaner und Bauleiter, denn die beste Strategie funktioniert nicht, wenn man es gemeinsam strukturiert und entwickelt und durchplant. Und natürlich die eigentlichen Spieler, also die Baufirmen, die glaube ich auch einen sehr, sehr guten Job gemacht haben und das Ganze unfallfrei in einer mit der angemessenen Bauzeit umgesetzt haben. Und dann natürlich noch der Dank an die vielen Zuschauer, die sozusagen dabei waren, nämlich die Schüler, die das Ganze komplett begleitet haben, auch akustisch teilweise mit der die verschiedenen RAM-Sondierungen gemacht haben oder wenn wir dann die Baugruppe erstellt haben, die Erschütterungen. Ich denke, das war auch im Sportjargon ein gutes Training für die nächsten Jahre. Und damit möchte ich dann auch schließen und zur gemeinsamen Schlussfolgerung. Bitte schön.